Hallo und willkommen, Sander von Need for Speed Unbound. So, wir haben den Freitag, das heißt einen Tag vor der Quali. Und dann gucken wir mal. So, hier unten kriegen wir wieder großes Geld mit Risiko. 8000 müssen wir der Erster werden. Okay. Dann mit 6000er Rennen. Sind noch mehr Rennen drin? Okay, das ist nicht so atemberaubend. Was ist hier hinten noch? 30.000 hätten wir hier nochmal. Beziehungsweise 18.000. Das war's anscheinend auch mit fetten Rennen. Ja, okay, dann machen wir doch einfach. Wobei, an sich können wir beide Rennen hier unten einfach machen, oder? Brauchen wir wenigstens nicht wieder da ganz hinfahren. Dann machen wir die beiden Rennen hier unten einfach für den Tag und dann gehen wir danach zur Nacht über. Sonst müssen wir wieder ganz Dings auf die Karte rüberfahren. Das ist irgendwie. Oh, irgendwie wieder Kacke. Na, wie geht's dir? Nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Ich will nur endlich zur Quali. Na, sieht doch gut aus. Ja, ein Tag noch. Auto ist bereit. Geld liegt auf der Bank. Danke, Tess. Und danke für deine Unterstützung. Du hast Rydell und mir echt geholfen. Oh, Speedy. Da kommen mir die Tränen. Jetzt musst du nur noch das Rennen gewinnen. Ich enttäusch dich nicht. Werden wir schon schaffen. So, machen wir erstmal das hier. So, wir werden schon Erster. Also die ersten Rennen laufen eigentlich ganz gut. Drei Runden fahren wir hier. Medusa pierst du hier nach vorne. Ach, die Strecke ist jetzt wieder. Okay. Die Kurve kriege ich aber nicht gut hin, ey. Von letztem Mal, als ich die Strecke gefahren sind, auch schon mal verkackt. Ich glaube, wenn es gerade so eine große Kurve ist, driften vielleicht nicht ganz so geil. Ich glaube, ich einfach bremsen und rumfahren. Ich drifte fast immer, Alter. Ich bremse einfach quasi nie. Wenn ich eine Kurve fahre, eigentlich immer drift. Wenn man schon driften kann, denke ich mir immer so, ja, warum nicht auch machen. Ich muss langsam mal irgendwie nach vorne kommen, ey. War irgendwie schwierig. Schwierig, schwierig hier gerade. Jetzt wollen wir irgendwie besser nehmen. Na, scheiße. Oh, okay, nee. War gut. Ich hab eins gemacht. Diesmal bin ich einfach nur Offroad gefahren, dadurch bin ich automatisch gedriftet. Ich hab gerade quasi gar nicht gebremst, egal ob Handbremse oder normale Bremse. Und war eigentlich richtig gut. War mal wieder Glück im Unglück. Sind wir auf jeden Fall schon mal Zweiter. Jetzt nächste Runde einfach mal selber, dann sind wir Erster. Ich weiß aber gar nicht, wie einfach jede Runde die ganzen Teile im Umfeld auf alle wieder dastehen immer. Ich komme so weit auch nicht an ihn ran, ne? Ist nicht so, dass jetzt irgendwie Fehler machen oder so. Aber ja. Da reicht meine Beschleunigung einfach nicht ganz aus, um da hinterher zu kommen. Ja, ich muss halt die Kurve jetzt gut nehmen. Scheiße, da bin ich noch gerannt, aber vielleicht war es gar nicht mehr so schlecht dadurch. Hat er. Nein! Oh, ich bin nochmal weggedriftet hier wegen Offroad. Nein, ja, das war's. Das. Da komme ich nicht mehr ran jetzt. Oh, ja, die Kurve war eh scheiße, aber. Wäre ich nicht nochmal weggedriftet, hätte ich so viel Tempo verloren, hätte ich es schaffen können, vorne zu bleiben. Allerdings kriegt der halt nicht mehr, ich habe keine Chance, irgendwas zu machen. Also ich hatte halt so hoffen, dass der irgendwie einen Fehler macht, aber das wird er wahrscheinlich eher weniger. Das Abkürz kann man ja leider auch nirgendwo, irgendwelche Kurven, ja komm, ich kann schon neu starten, das wird nichts mehr. Ah, schade ey. Ah, ist aber, ist ein hartes Rennen, muss ich sagen, also. Abgesehen von der alten Kurve, der ich verkackt, habe ich jetzt auch nicht wirklich Fehler gemacht, bin da trotzdem nie rangekommen. Ja, jetzt bremse ich aber mal normal. Ich habe es irgendwie wieder versucht mit Driften. Driften ist in der Kurve einfach nicht.
Ich drifte halt automatisch ein bisschen, aber so war es jetzt so 10.000 Mal besser als die ganzen Versuche davor. So. Sollen wir keinen Fehler machen, weil wir sind zwar nicht ordentlich an den Gegner rangekommen. Aber der Gegner ist letzte Runde auch ordentlich an uns rangekommen. Der Abstand war ja immer ungefähr gleich. Dann sollten wir eigentlich vorne bleiben. Jetzt ein wenig lenken, dann kann ich abfliegen. Uiuiui, da sind wir schon ein Stück abgeflogen. Das hat ja auch sehr viel Zeit gekostet. Scheiße, ey. Kack auf Ode immer. Da habe ich echt so viel Tempo verloren dabei, ist mich jetzt einfach überholen, ey. Okay, ich muss eigentlich in der Kurve wieder sehr viel Zeit gut machen. Weil die einzige Kurve, wo ich hier Zeit gut machen kann, ist die hier. Ja, das war auf jeden Fall wieder gut, aber reicht nicht. Und ich bin wieder weggedriftet am Ende, hab wieder Zeit verloren. Warum driftet der dann am Ende denn mal so nochmal weg, ey? Eieiei, ich könnte doch ein Rennen sein, wo wir dann hier Minus machen, ey. Mit Pech haben. Eine Runde haben wir noch, um da wieder was zu machen, aber die Runde wird ja auf jeden Fall schon wieder nichts mehr. Da könnte Quali doch schwierig werden. Wenn quasi das heißt, das Rennen in der Quali drankommt, wird auf jeden Fall hart. Aber wir fahren vielleicht natürlich welche Runde. Wenn ich das nicht die erste Runde der Quali ist, wo der Sechster werden kann, kein Problem. Was aber nachher das Finale ist, wo ich Erster werden muss zum Beispiel, das ist das Rennen hier. Dann wird hart, sag ich mal. Ich glaube nicht, dass ich jetzt in der Kurve Erster werden kann. Aber wenn ich jetzt in der Kurve nicht Erster werde, dann bringt das nichts. Oh, der ist rausgeflogen. Ich auch. Nein, das war meine Chance. Ich bin auch einfach zu schnell gewesen. Ich habe gedacht, meine Bremsen reicht da. Ach komm, ey. Da habe ich es auch noch selbst verkackt. Ich hatte einfach die Chance, weil der NPC den Fehler gemacht hat. Und ich mache einfach quasi selben Fehler, nur nicht ganz so stark. Bin ich komplett rausgeflogen, aber. Ah. Ja, geil, weil wir ja schon mal neu starten gleich, cool. Ja, ganz ehrlich, da kommt jetzt eh schon wieder nach vorne. Also ich darf ja kein Fehler, ich darf nicht rausfliegen. Ich darf mich wenn mal verbremsen in der einen Kurve da, aber ansonsten schaffe ich das halt nicht nach vorne zu kommen hier. Ja. Ja, vielleicht machen wir in der Nacht auch einfach auf jeden Fall da kein riskantes Rennen mehr. Weil Neustarts werden wir anscheinend da nicht mehr haben. Machen wir Platz hier. Muss ja durch. Kack die Kurve, ich krieg die aber nicht hin, ey. Ich krieg diese verfickte Kurve nicht hin. Der pisst wieder davon, ey. Da hättest du dich aufhalten können, der Polizist. Oder du stehst irgendwo an der Seite hinterm Zaun, ey, WTF. Der ist einfach 200 Meter vorne auf einmal. Was ist denn der nächste? Die Medusa waren wieder 100 Meter hinter uns. Ich raste teilweise nicht, ey. So, die NPCs so komisch waren. Manchmal sind die mega krass und manchmal sind die irgendwie mega scheiße. Ich weiß nicht, ob er vor dem Rennen mal ausgewürfelt wird. Jetzt bin ich wieder weggerutscht hier auf Rot. So eine Kacke. Alter, warum ist der jetzt auf 200 Meter vorne? Warum ist der jetzt auf einmal so mega krass? Da kann ich kann schwer neu starten. Der ist 200 Meter vorne. Also ich muss die Kurve perfekt nehmen und der muss abfliegen. Dann schaffe ich das noch, den wieder einzuholen. Aber sonst, ne. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass er wieder so ein krasses Problem hier bekommt. Aber irgendwie, ey, dürfte sie gar nicht, ey, auf der Strecke. Ja, das ist genauso weit vorne wie vorher quasi. Immer 200 Meter. Weil, wie gesagt, vielleicht habe ich halt Glück, der fliegt gleich ab, also genauso wie Medusa jetzt gerade wieder. Aber ansonsten müssen wir vielleicht unseren letzten neuen Starthilfe benutzen, ey. Und dann, ja. Dürfen wir auf jeden Fall eigentlich keine riskanten Rennen mehr fahren, wo wir Fett Minus machen können. Wir müssen uns irgendwie Rennen fahren, wo wir wenigstens auf dem vierten Platz oder so noch leicht Plus machen oder so. Oder Plus Minus oder meinetwegen mit 0 Euro rausfahren oder so, aber. Hauptsache halt kein Minus machen. Die mit der. Also die Medusa ist echt krass, dass die für eine Beschleunigung hat. Die ist immer noch genauso weit weg wie eben halt, ne?
Also, wenn der jetzt nicht abfliegt, kann ich halt sofort neu starten. Ich werde jetzt sehen in der Kurve, ob der auch zu schnell reinfährt oder sonst irgendwas. Ne, der ist weitergefahren. Okay. Alter, ey. Den muss am besten jetzt gleich erster werden nach der Kurve. Und wenn die mich dann überholen wollen, irgendwie wegkicken oder so. Ansonsten, schwierig. Aber wenn der Typ jetzt vorne bleibt nach der Kurve, hab ich eigentlich schon die Arschkarte gezogen. Okay, er fliegt raus. Ja, ich drifte wieder zu hart wieder auf einmal, aber wir sind Erster. Okay. Ach, wir waren schon mal Erster auf der Strecke, das bringt halt nicht so viel. Wie gesagt, einmal nachher auf den Offroad-Teil da kurz wegrutschen, verliere ich Tempo und überhole mich wieder. Ne? War auch geil, ne? Jetzt auf einmal, der ist einfach rausgefahren. Der gleich erste Kurve, erste Runde rausgefahren. Das ist so random einfach. Wie gesagt, das ist halt echt einfach nur diesen S-Rennen. Weil das ist mir einfach sonst nie aufgefallen, wird ja aber. Ich weiß nicht, dass die NPCs sonst so eine krasse Fehler gemacht haben. So, jetzt auch scheiß auf irgendwelche Anzeigen, wo die sind. Ich konzentriere mich jetzt hundertprozentig nur auf das Rennen hier noch, ey. Ich werde die Kurve gleich eh wieder verkacken, selbst wenn ich mich da auf 100% konzentriere. Ja, hätte schlechter sein können. Hätte auch besser sein können. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Kurve die nächste Runde nochmal so nehme, bin ich vollkommen zufrieden damit. Nicht schon. Uiuiui. Was haben wir jetzt so schwenken schon, dass ich auch auf Offroad drauf komme? Dann wäre ich komplett weggeflogen, ey. Nicht nachlassen, ich wollte eigentlich bremsen und weiter schieben, ne? Ja, das war dann mal. Okay, ich immer noch vielleicht, ne? Das war dann mal ganz gut jetzt. Okay, jetzt nicht mal irgendein anderes Auto reinrasen, was vor uns hier irgendwo fährt, so wie der da zum Beispiel. Jetzt bin ich aber abgekommen, weil ich den ausweichen musste, aber. Wir sind ganz gut vorne. Nicht ganz so schlimm. Ja, das spüre ich die ganze Zeit schon. Ich spüre schon, seit ich das zweite Mal neu gestartet habe und gemerkt habe, ist nicht so einfach hier Erster zu werden. Oh, wir haben es, ey. Haben wir auch über alle Neustarts gebraucht, ey. 14 Minuten sind wir dabei, ey. Oh, ich hab meinen Finger auf jeden Fall vom Gas geben jetzt. Einfach 10 Minuten lang durchdrehend hier auf Gas drücken. Oh. Man kennt das ja, man drückt da richtig krass drauf, ne? Weil man weiß ja, wenn man die Taste stärker runterdrückt, dann gibt man auch mehr Gas. So, okay. Jetzt noch das andere Rennen hier machen, was hier unten war. Weil da, guck mal, ihr könnt nicht mal Minus machen. Das ist perfekt für uns. Wir haben keinen Neustart mehr. Und selbst wenn wir Achter werden, gehen wir plus minus null raus. Gut, wir werden wahrscheinlich eine Wette verlieren, aber wir werden das. Müssen wir überhaupt wetten? Müssen, glaube ich, gar nicht wetten von der Theorie, ne? Aber ich meine, 8. oder so soll ich schon. 7. 6. soll ich schon werden. Also in den letzten. Oh, sorry, Kiddo. Sollte ich schon wetten können. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Lamborghini Countach. Der Standort kommt. Okay. Das können wir auch noch machen. Da können wir wenigstens nicht verkacken. Aber das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge passieren. So, ja, einfach mal gegen Maya wenden. Ich habe ihn noch nicht vorne irgendwo gesehen. Weil jetzt ist sie vielleicht gleich eh wieder vorne, weil aus irgendeinem Grund sind ja immer die Leute vorne, auf die ich wette.
Jo, okay, ramm mich halt zurück. Die Strecke ist das wieder. Ja, fahren wir wieder oben links. Das war das letzte Mal ja auch immer. Okay, fahren wir hier durch. Gut. Ja, ich glaube, die hinter uns sind volle Kanne in die parkenden Autos reingecrashed, kann das sein? Verbremst, egal. Sagen nichts gegen den Container fahre, ey. Uiuiui. Aber auf jeden Fall nicht gut. Nein, das ist massiver. Oh Gott, das war doch nicht gut. Weil das Unterschied ist zum Rennen eben, weil sie habt ja schon irgendwie 5 Fehler gemacht oder so. Bin immer noch Erster. Das war eben halt quasi außerhalb dieser eine Kurve, war das halt größtenteils halt gerade ausfahren, ne? Oder halt hast du halt irgendwelche Langkurven gehabt oder so. Naja, also wenn es viele Kurven gibt, habe ich mal gute Chancen auf den ersten Platz, weil da kann ich mal gute Zeit gut machen. Aber ansonsten, ja. Desto weniger Kurven, desto schlechter steht es für mich. Aber wir haben ganz gut Abstand. Das war schon wieder ein bisschen zu stark. Okay, dann haben wir gleich gewonnen, oder nicht? Wir fahren hier das Ziel. Oder auf der nächsten Kurve. Okay, da noch ein volles Stück. So, die Kurve noch, und dann ist das Ziel aber da. Jo, ja, war doch gut. Ja, erstmal den Dreck von der Schulter wischen. Ja, viele Leute sind einfach gerade ins Ziel gekommen. Okay. Dann, er sagt, war es das für heute? Machen wir dieses Mal irgendwo. Wo ist eine Lieferung denn? Das ist das Versteck. Ist das wieder oben links hier irgendwo, ey? Boah, warum ist das immer auf der anderen Seite der Map, diese doofe Lieferung? Boah, dann kannst du echt, da habe ich keinen Bock hinzufahren. Wir fahren in die Garage. Komm, machen wir jetzt noch. Machen wir morgen in der Nacht weiter. Ich habe jetzt keinen Bock, nur für diese Lieferung dann wieder auf die andere Seite der Map zu fahren, ne? Muss das immer oben sein? Kann es nicht unten bei uns irgendwo sein? Ich hab gebraucht, 12.000 nach oben ganz hinzufahren. Mal 12.000 ist halt schon viel so an sich, aber. Dafür von einer Seite der Map zu fahren, ey, ist mir dann doch nicht wert. Wir haben wieder zwei Koffer. Noch was, bis der eine wegfährt, dann können wir den anderen wegrammen. Der biegt auch ab, ist gut. So, haben wir den Tag schon mal rum. Dann morgen noch die Nacht und dann übermorgen die Quali. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.